willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hofbergmann. Das hier, das sind die letzten Strohballen, die hier von dem Feld runtergekommen sind. Waren doch einige und jetzt ist der Klaas da hinten auch schon damit beschäftigt, wieder anzusäen. Und zwar Raps, da wird er vermutlich auch noch ein bisschen mit beschäftigt sein. Deswegen, um Düngen und so kümmern wir uns dann in den nächsten Folgen. Ihr seht es aber hier, ich habe hier auch noch eine Obstkiste mit drauf. Das liegt daran, dass ich mittlerweile auch mehr Obstbäume habe. Das heißt, ich kann mehr Äpfel pflücken. Und das habt ihr mir schon in die Kommentare geschrieben. Es musste nämlich einmal regnen, dass da jetzt auch Äpfel von den neuen Bäumen kommen. Und das hat's mittlerweile und deswegen geht's heute weiter. Es gibt viel zu erzählen und viel Spannendes zu sehen. Das Highlight der Folge wird nämlich heute sein, dass ich endlich mal die ersten Tiere zum Metzger bringe. Ich glaube, das ist für Landwirte in der Realität immer eine sehr schwierige Geschichte. Ne? Trauert man dann doch, glaube ich, ein bisschen hinterher, obwohl man es oft macht und das irgendwie, ja, das eigene Geschäft ist. Ich glaube, ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor. Wir werden es aber heute auch mal wieder machen und werden uns erstmals von ein paar Kälbern trennen. Dazu aber später mehr. Vorher zeige ich euch, was sich noch so alles verändert hat. Und ihr seht es hier, ich habe keinen Blödsinn erzählt, sondern hier sind jetzt tatsächlich viele, viele Bäume mit Äpfeln dran. Und die werden uns hoffentlich in den nächsten Folgen, in der nächsten Zeit auch viel Geld einbringen. So, gut, dann gehe ich mal schnell in den Trecker zurück. Ich komme gerade aus Paris sozusagen und hinter mir liegt wirklich ein anstrengendes, interessantes Wochenende. Ich war nämlich auf der Paris Games Week, wie der eine oder andere von euch ja sicherlich weiß. Und ja, das habe ich damals, als ich gefragt wurde, habe ich dann natürlich gesagt, ja klar, mache ich, sage ich meistens. Ja klar, wieso nicht, ne? Ist ja auch irgendwie cool, aber das war dann doch alles ein bisschen anstrengender und vor allen Dingen zeitlich knapper, als ich mir das ursprünglich mal gedacht habe. Habe ich ein bisschen unterschätzt. Deswegen bin ich auch noch ein bisschen erschöpft davon. Merkt man vielleicht. Hoffentlich nicht. Aber das, ja, mal kurz hinfliegen, am nächsten Tag zurückfliegen, dazwischen noch das Moderieren und davor und danach natürlich auch noch arbeiten. Das ist, ja, anspruchsvoll. In zwei Wochen steht dann aber, oder mittlerweile in anderthalb Wochen, steht dann aber ein Highlight an in diesem Jahr, auf das ich mich schon seit längerer Zeit freue. Da ist nämlich endlich die Agritechnica und da werde ich auch am Start sein und ich hoffe, ich werde auch den einen oder anderen von euch treffen. Ich werde da am letzten Tag sein. Ich schiebe das einfach mal hier so rum, in der Hoffnung, dass es klappt. Oder ne, ich fahre dann nochmal. Weil ich habe hier ein neues Strohlager und das wollte ich mal so schnell in Betrieb nehmen hier, beziehungsweise die letzten Ballen da noch reintun. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, ich brauche dazu ein neues Lager und habe da auch schon Mod aktiviert. Dann habe ich allerdings festgestellt, Mensch, die Hofbergmann, die bringt ja direkt was mit. Ja? Und da dachte ich mir, was kann die Hofbergmann eigentlich nicht? Ja? Also immer wieder für eine Überraschung bereit. So, das schiebe ich jetzt hier noch so ein bisschen rein. Genau, das wird nämlich automatisch gestapelt und dann kann ich jetzt weitermachen mit den Kälbchen und vorher noch die Obstkiste vorbeibringen. So. Gut, aber zurück zur Agritechnica. Ich freue mich mega auf das Event. Ich war da noch nie und ich werde da am Samstag sein, am letzten Tag. Das muss ziemlich voll sein. An diesem letzten Tag wurde ich schon vorgewarnt. Aber das trübt meine Freude nicht. Ich werde dann spätestens um 11 Uhr, denke ich mal so halb 11, 11 Uhr, werde ich dann am Farming Simulator Stand sein und dann würde ich mich freuen, den einen oder anderen von euch auch zu treffen. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen unterhalten, ein bisschen quatschen und mal schauen, was ja, man da alles so sehen kann. Und ich werde versuchen, mir dann auch mal Maschinen näher anzuschauen, wobei ich das glaube ich, ja, ich glaube am Samstag wird das ein bisschen schwierig sein. Aber ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das ist auch eine coole Atmosphäre. Und da kann man viele Maschinen in der Realität sehen, die man sonst vielleicht nur aus dem LS kennt. Also, wie ihr wisst, bei mir fährt nicht so großes Zeugs rum. Vielleicht in Ostdeutschland oder in den USA oder sowas, aber hier fährt nicht so großes Zeugs rum an Maschinen. Deswegen freue ich mich immer, wenn man sowas dann mal in der Realität sehen kann. Und es wird ein richtiges Highlight, also ich freue mich da mega drauf. Das wird richtig cool. Das steht also dann in anderthalb Wochen an. So, also ein Event wird hier von dem nächsten gejagt. So. Dann werde ich den einmal hier vorne parken. Und dann geht es gleich auch schon weiter. Ah, ich habe hier noch eine Schaufel. Das ist sehr gut. Die brauche ich nämlich.
Wobei, ich glaube, die war für den Kramer, ne? Da müssen wir später mal schauen, womit wir die nutzen können. So. Ja, ihr habt mir alle in die Kommentare geschrieben, es muss erstmal regnen, bis das mit den Äpfeln funktioniert. Dafür nochmal herzlichen Dank und vor allen Dingen, ich fand einen Kommentar ein bisschen lustig, aber auch überzeugend. Der hat nämlich, wenn andere Ballerspiele zeigen, dann kannst du auch den Metzger auf der Hof Bergmann zeigen. Das hat mich überzeugt, muss ich sagen. Da war ich wieder drin. Ja, da dachte ich mir, solides Argument. So. Ich hoffe, dann sind die erstmal wieder versorgt. Die haben richtig viel Mist produziert. Den Wagen habe ich da vorne schon so platziert, dass es klappt, um das ein bisschen vorzubereiten. Deswegen würde ich sagen, ich fahre mal von der anderen Seite dran. Ja, die haben richtig viel Mist produziert, das muss ich auch mal wieder abladen. Aber es ist jetzt so und ich merke so langsam, ja, ich komme hier langsam ein bisschen ins Schwimmen, obwohl ich relativ viel vorbereitet habe. Man kommt bei den ganzen Produktionen kaum hinterher. Und ich habe schon so eine Idee, wie ich das vielleicht in Zukunft ändern kann. Der eine oder andere von euch hat vielleicht auch schon eine Idee. Schauen wir mal. Aber ich glaube, alleine werde ich nicht mehr Herr der Lage, weil man einfach so viel gleichzeitig machen muss hier. Die Tiere versorgen, die Gewächshäuser versorgen, die Salate immer rüberfahren, Obst ernten, jetzt noch die Tiere wegbringen und so weiter und so fort. Also da ist wirklich immer eine ganze Menge zu tun. So. Einmal ankoppeln und da machen wir das Ganze einmal auf. Gucken uns das mal an. Ich würde vermutlich jetzt ein bisschen abheben, weil da dieser Mistberg ist. So, und dann möchte ich möglichst viele Kälber mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel da genau reinpassen, aber ihr seht. Ah, okay, der Viehanhänger ist voll. Ihr seht, das ist schon einiges. Damit haben wir unseren Kälberbestand etwas verringert. Ja, gut, ich würde jetzt hier noch ein bisschen Stroh reinstreuen oder so, damit sie sich möglichst wohlfühlen. Und vermutlich sind das auch relativ viele, viel zu viele auf einmal in einem Wagen. Ist ja auch fürchterlich, unter welchen Bedingungen manche Tiere über lange Strecken transportiert werden, ne? Also das finde ich, na, ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber gut, hier ist es jetzt nicht anders möglich. Hätte natürlich auch weniger einladen können, aber dann wäre ich halt öfter gefahren. Gut. Den Anhänger habe ich mir jetzt auch nur gemietet. Das hätte, glaube ich, keinen Sinn ergeben, mir da jetzt irgendwas zu kaufen. Weil. So. Weil das ist nur unnötig teuer und ich glaube, ich hätte das Geld auch gar nicht gehabt. 40.000 habe ich noch auf dem Tacho und die möchte ich bald auch investieren. Ein Vorschlag war zum Beispiel von euch, den Tucano zu kaufen aus dem Class Add-on. Könnte man machen, dann wäre ich den New Holland los. Ich glaube, ich warte da noch ein bisschen, bis ich mehr Feldfläche habe. Also ich glaube, die nächsten Investitionen werden eher so in Fläche oder neue Tiere, zum Beispiel Ziegen sein. Eher nicht so in Maschinen, aber bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also mache ich auch so ein bisschen davon abhängig, wo die Reise nach euch hingehen wird. Oder wo ihr euch wünscht, dass die Reise hingeht. So. Ach ja, und wo wir schon mal bei euch bzw. bei den Kommentaren sind, was würdet ihr mir denn auf der Agritechnica empfehlen? Was muss ich mir unbedingt mal anschauen? Wo muss man unbedingt hin? Habt ihr allgemein irgendwelche Tipps für mich? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn wie gesagt, ich war da noch nie. Ich glaube, das wird eine richtig große Messe und ich möchte natürlich so viel wie möglich dann an dem Tag noch sehen, obwohl ich natürlich 3 Stunden oder 4 Stunden dann die FSL kommentieren werde. Aber es wird bestimmt auch cool, das ist irgendwie in so einem Pavillon oder sowas. So ganz habe ich das auch noch nicht durchblickt. So, ach Quatsch. Jetzt bin ich hier zum Händler reingefahren. Na gut, mal kurz grüßen. Ja, moin. Da merkt man die Paris-Reise wieder. Ich glaube, der Viehhandel... Moment. Der Metzger müsste hier... Ah, in die andere Richtung. Dann machen wir jetzt mal... Ja, ich mache jetzt keine illegalen Fahrmanöver. Sondern ich versuche mal hier vorne bei der Tankstelle kurz zu wenden. Dann kann ich auch mal wieder auftanken. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich hoffe, da kommt man durch mit dem Hänger. Es wird knapp, aber es passt. So. 63 Euro. Ach, und da ist jetzt auch der Gemüsestand. Der taucht hier immer nur zwischen 9 und 16 oder 17 Uhr auf. Und hier kann man dann auch Dinge verkaufen. Finde ich auch mega, irgendwie. Also, hier sitzt zwar jetzt gerade keiner, aber... finde ich top.
Vielleicht sitzt da jemand, wenn man was angeliefert hat. Ist klasse, oder? Also diese Map, Wahnsinn. Oh. Deswegen sollte man erstmal gucken. Na, da kommt schon der nächste, aber von dem schaffe ich es, glaube ich. So. Und dann schauen wir mal gleich, was da produziert wird und welche Fleischwaren wir dann in unserem eigenen Hofladen verkaufen können. Das ist... Es muss hier sein. Hier, das ist er, oder? Ja, das ist er, der Metzger. Oh. Kann ich mich noch dran erinnern, wie wir früher immer zum Dorfmetzger gegangen sind. Und dann gab es natürlich immer so eine Scheibe Wurst. Und ich erinnere mich noch an den Typen. Mama hat dann oft so irgendwie, oder was heißt oft, hin und wieder hat die mal so Fleischwurst gekauft. Und ja, irgendjemand von meinen Geschwistern mochte die irgendwie mit Knoblauch am liebsten. Und dann hat der Besitzer, der Fleischermeister da, dem die Metzgerei da gehörte, hat dann immer gefragt, mit Knoblauch? Und dann hat meine Mama natürlich gesagt, jo, mit Knoblauch. Und der hat immer die ohne genommen, weil er es irgendwie nicht richtig verstanden hat. Das war irgendwie später noch ein Running Gag bei uns zu Hause. Also ohne, ne? Nee, mit. Ja, ja, ohne. Ja. Das war aber immer das Gleiche, wenn wir da waren. So. Ich möchte alle entladen. Start. In die Fabrik entladen. Das finde ich, klingt schon ziemlich krass, aber jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Irgendwie. Hallo, guten Tag, hallo, hallo. Die Kalbfleischproduktion, die läuft jetzt gerade. Und das Produkt wäre dann Kalbfleisch, was jetzt hier hergestellt wird. Oh, das klingt hier schon so mit den Sägen. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen, bis das hergestellt wird. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich lasse die mal ein bisschen produzieren und dann nehme ich gleich schon mal das erste Fleisch, das erste Kalbfleisch mit. Okay, mittlerweile ist es der nächste Tag geworden. Warum, erkläre ich euch gleich. Und ich habe vollkommen unterschätzt, was man aus so vielen Kälbern rausbekommt. Ihr seht die Eskalation jetzt gleich. Wir gehen aber jetzt mal rein. Und ihr seht auch noch was anderes, dazu gleich mehr. Jetzt nehmen wir aber erstmal diese Kiste mit und dann schauen wir uns das mal an. Ah, da ist sie mir gerade entfallen. Ah, das passiert hier schon mal an dieser Schwelle. So, und da sehen wir es. Der ganze Wagen voll mit köstlichem Kalbfleisch. Wirklich sehr, sehr lecker, in unterschiedlichsten Formen. Alle möglichen Stücke hier verarbeitet. Und da ich das Ganze jetzt, also um 18 Uhr macht das Ganze leider zu und dann ist bis 9 Uhr auch nichts hier, also dann wird auch nicht gearbeitet und man kommt auch nicht raus. Deswegen musste ich jetzt das Ganze einen Tag vorlaufen lassen und ich konnte auch den Anhänger nicht zurückbringen. Das hat mich natürlich jetzt ein bisschen Geld gekostet, ist aber nicht so dramatisch. Ich dachte mir, damit sich das jetzt lohnt, fahre ich nochmal zum Hof und nehme nochmal Enten mit. Und die wurden jetzt hier auch schon zum Teil verarbeitet. Das sind auch nicht ganz so viele, aber ihr seht hier, das ist jetzt nochmal köstliches Geflügel. Mensch, immer an dieser Stelle. Habe ich hier irgendwie einen zittrigen Finger offensichtlich. So, ja, das ist natürlich hier alles ein bisschen schlechte Ladungssicherung, ne? Aber gut, offenbar, dass wir nicht angehalten werden. Und den Rest lasse ich jetzt einfach mal weiter produzieren, zeige euch nochmal schnell die Metzgerei hier und dann geht's zurück zum Hof. Da muss das Ganze dann ins Regal geräumt werden. Ja, eine Kühlanlage haben wir leider nicht auf dem Hof, also hygienisch, sagen wir mal, ist noch Potenzial. Aber ich wollte es euch nochmal schnell zeigen, was man hier alles sehen kann. Hier wird das Ganze nämlich dann verpackt, verarbeitet und so weiter und so fort. Und hier wird es gekocht oder so. Also ich weiß nicht, was die Fachausdrücke dafür sind. Und dann vermutlich zu Wurst verarbeitet und so weiter und so fort. Also wirklich ziemlich, ziemlich cool. Ah. Hohe Rippe, lebende Lende, Roastbeef, Hüfte, Filet, Nierenzapfen, Pastorenstück. Rinderschulter. Ein paar Sachen kennt man ja von, ne? Aber ein paar kenne ich persönlich zumindest auch nicht. Zum Beispiel den Nierenzapfen. Nie gehört. Aber sehr interessant. Ich finde das tipptopp 1A. Den Anhänger werde ich jetzt gleich zurückbringen. Aber davor geht es für uns nochmal schnell zum Hof. Mit einer vollen Fleischlieferung. Und dann können wir das Dorf hier für Wochen, ja für Monate vermutlich, mit Fleisch versorgen. Oder einfach mal ein großes Grillfest machen. Das wäre auch was.
So. Nur schnell schauen. Ah ne, links muss ich. Aber es war Gott sei Dank jetzt auch nicht so ultra teuer, den Wagen zu behalten. Und ich denke, mit den Enten wird sich das dann... wird sich das schon einigermaßen rechnen. Und auf lange Sicht werde ich so einen Anhänger dann vermutlich sowieso kaufen. Ich wollte es jetzt nur mal erstmal ausprobieren und mal vor allen Dingen schauen, was verdient man eigentlich damit? Lohnt sich das? Die Frage, die immer Peter Zwegert gestellt hat. Lohnt sich das? Oder lohnt sich es eben nicht? Das wollte ich jetzt alles mal erstmal rausfinden. Und wenn ich da so die ersten Steps geschafft habe, dann schauen wir uns später mal an, ob ich mir einen Anhänger kaufe oder sogar den kompletten LKW mit Anhänger kaufe oder wie ich das am besten handhabe. Aber davor erstmal diese ganzen Fleischkoteletten, verpackte Wurst, die Roastbeefs und so weiter und so fort schnell zum Hofladen bringen. Ich glaube, das ist auch der einzige Verkaufspunkt für das Fleisch. Zumindest habe ich eben geguckt und da wurde mir nichts anderes angezeigt. So, mit heißem Reifen in die Hofeinfahrt rein. Und dann füllen wir da mal die Regale auf. So. Ifkos Fachmetzgerei. Das I steht für Qualität. Selbst, das müssen wir sich mal vorstellen, selbst dieses Fleischerzeichen ist hier originalgetreu abgebildet. Und es gibt sogar noch eine Klimaanlage, eine Kühlanlage. Also hier drin ist das hygienisch in Ordnung. Aber hier in dem Hofladen, naja. Werden wir mal einen Ventilator ranstellen. Vielleicht hilft das was. So, jetzt muss ich die Kiste hier irgendwie... Ah. So. Jetzt liegt sie wieder richtig. Also diese Kisten sind leider ein bisschen buggy, aber da merkt man eben auch, dafür ist das Spiel nicht gemacht. Ja, wo tut man es jetzt am besten hin? Ich tue es mal hier hinten hin. Und ich glaube, ich werde es stapeln. Was anderes bleibt mir, glaube ich, nicht übrig, weil das wird noch wesentlich voller. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, denn Obst muss noch kommen, Käse muss noch kommen. Ganz viel Milch muss noch hier reinkommen. Und diese ganzen Fleischwaren, die werden einfach so viel Platz hier in Anspruch nehmen. Also, ich glaube, man kann es schon erahnen. Das wird auf jeden Fall ziemlich krass. Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir damit verdienen. Wenn ihr da schon eine Idee habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr andere Wünsche habt, dann schreibt mir das gerne auch mal in die Kommentare. Und ich hoffe, dass ich möglichst viele von euch dann auf der Agritechnica in anderthalb Wochen sehen werde. Das wird hervorragend. Ich freue mich mega drauf. Ich werde auch versuchen, einen Vlog zu machen. In Paris hat es deshalb nicht geklappt, weil die Kamera dann einfach... hab da ja so Kamera-Equipment und das hätte ich dann auch mitnehmen müssen. Aber das war einfach zu groß für den Koffer. Und da ich nur Handgepäck hatte, war das dann irgendwie kappes. Aber ich wäre auch sonst kaum zu was gekommen. Also man konnte dann nicht viel sehen. Es war einfach pickepacke voll der Tag, beziehungsweise die zwei Tage, die ich da war. Und deswegen, ja, naja. Gut, wie auch immer, auf der Agritechnica wird es dann hoffentlich einen geben. Vielleicht komme ich auch schon am Freitag vorbei, das weiß ich noch nicht, aber das kann ich nicht garantieren. Da werde ich dann auch eher so, ja, für mich sozusagen auf der Messe unterwegs sein. Also werde ein bisschen gucken, ein bisschen Videos machen und hoffentlich auch mal irgendwo einsteigen können oder mir irgendwas genauer anschauen können. Aber das steht noch in den Sternen. Am Samstag bin ich auf jeden Fall da, freue mich auf euch und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich finde die Karte nach wie vor richtig klasse und wenn ihr weitere Wünsche habt, wie gesagt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!